wenn man sich das genauer anschaut, da muss man sagen, also der gebürtige Slowake heißt Adam Jaroslav N., auch so ein Mit-50er, ist das letzte Mal vor 6 Monaten gesehen worden. Und der hat dort gelebt in einer Art Naturkinetten und jetzt hat ein Freund hat immer versucht, ihn nach einer langen Zeit wieder mal aufzusuchen dort. Wo hat er gelebt? In einem Verschlag. Nehmen wir es in einem Verschlag unter. Also so er war obdachlos. Auch obdachlos ja, so ein Obdachlos, also nicht sesshaft, in einer Erdmulde oder so, wo man sich halt zum Schlafen zurückzieht. Und da lag er in seinem Schlafsack drinnen, der Kopf war weg. Und jetzt ist wieder spekuliert worden, der ist enthauptet worden. Das ist natürlich auch so eine Frage bei so langer Zeit. Das ist auch noch nicht festgestellt worden von den Gerichtsmedizinern. Kann das alles inklusive den Zustand der Leiche und einfach auch Tierfraß gewesen sein? Und der ist möglicherweise in einer natürlichen Ursache gestorben oder hat zu viel getrunken oder ist tatsächlich ermordet worden. Aber auf jeden Fall... mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von dem, der die drei anderen Obdachlosen getötet hat, weil es halt noch ein ganz anderes Modus operandi wäre, wenn dann wäre dieser Mann am Wiener Berg erschlagen worden. Er hat eine Kopfwunde, das heißt, er kann aber auch gestürzt sein oder so, also das heißt, erschlagen worden. Und die anderen Opfer, die drei bedauernswerten, nicht sesshaften, die da von hinterrücks auf der Parkbank gestochen wurden von einem Menschen, der pure Lust am Töten hatte, direkt das Messer in die Karyotis gestochen, das ausgeblutet sind, das ist ein ganz anderer Modus operandi. Das wird kaum zusammenhängen. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, wenn das tatsächlich sein könnte. Aber es ist, schaut momentan nicht danach. Aber ich weiß trotzdem, die Unruhe in der Szene ist groß. Also das, jetzt haben wir eh schon 3 Tote in der obdachlosen Szene. Genau, kommen wir vielleicht zu diesem tatsächlichen obdachlosen Mörder. Mhm. Vielleicht sind es ja auch mehrere. Die Polizei hatte zuletzt eine Belohnung angeboten. Da gab es sehr viele Hinweise, aber die sind ja noch nicht einmal alle abgearbeitet worden wahrscheinlich. Nein, jetzt wird einmal einfach... Im Detail, es wird einfach alles angeschaut, was gibt es. Jeder Hinweis wird nachgegangen, alle Videos werden angeschaut, alle Telefonverbindungen, Telefonate von der Nachbarn oder auch Autocomputer, die sich dort aufgehalten haben, wird alles durchgecheckt und mit viel Glück, also ich gehe von 90% wahrscheinlich aus, dass man ihn haben wird, bevor er wieder zuschlägt. Es ist jetzt die Öffentlichkeit so aufmerksam auch, die Obdachlosen selbst untereinander haben reagiert. Sie sind, habe ich jetzt auch gerne eine Geschichte geschrieben, irgendwie ein bisschen zusammengeschweißt auch. Die übernächtigen jetzt gemeinsam, wo man früher alleine in einem Park liegen ist. Man hat Trillerpfeifen, hat Polizeinotrufe, die Schlafplätze sind geöffnet. Also es sind auch viel weniger jetzt aktuell draußen. Das heißt, die Situation ist ein bisschen ruhiger geworden, weil es auch ein bisschen Sicherheit vermittelt wurde. Aber ich meine, wie gesagt, wenn der so eine Lust am Töten hat, dieser Mensch, oder diese Menschen, die das gemacht haben, dann werden sie einen Weg finden, neue Opfer zu finden. Es müssen jetzt nicht unbedingt obdachlos sein, aber der Modus operandi wird ähnlich sein, es wird ein Messer sein. Mhm, mhm. Weil du gesagt hast, die halten zusammen. Es gab ja zuletzt auch die Meldung, dass es zu wenige Notschlafstellen in Wien gibt. Das wurde jetzt ein bisschen aufgestockt. Ja, also es sind auch vor allem für Frauen, ja. für obdachlose Frauen, die ja besonders gefährdet und noch zusätzlichen Schutz bedürfen, gibt es eigene Frauenbetreuungseinrichtungen, wo sie übernächtigen können, auch geschützt. Und das ist massiv erhöht worden. Ja. Also ob es genug sind, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es sind massiv erhöht worden. Mhm. Aber generell im Sommer schlafen die Obdachlosen einfach lieber draußen, stimmt das? Ja, es ist einfach, es ist ruhig. Ich meine, vielleicht, wenn man sich so vorstellt, so eine Unterbringung in so einem Schlafsaal ist ja nicht unbedingt etwas Wünschenswertes. Und vor allem, wenn man auch gewisse Sozialphobien entwickelt, auch vom Straßenleben oder davor schon Probleme hatte, dann ist die Situation, wo so viele Leute aufeinander gedrängt sind und wo auch die Emotionen schnell hochkochen und so, ist sicher nicht optimal. Also, und dann bleiben viele einfach lieber draußen, liegen auch teilweise bei der Bar und suchen sie ihre Plätze. Ja.
Der Wienerberg, normalerweise ein beschauliches Plätzchen für Liebespaare, für Jogger und sonstige, die hier ihre Freizeit verbringen möchten. Samstagnachmittag gab es hier allerdings einen grausigen Fund. Ein Spaziergänger, manche Medienberichte sprechen auch von einem Obdachlosen, der hat hier Knochenreste gefunden, hat gleich auch die Polizei eingeschalten und gemeinsam mit einem Amtsarzt hat man sich die Lage hier ganz genau zu Gemüte geführt. Der Amtsarzt, der konnte wenig später auch bestätigen, dass es sich hier um menschliche Knochenreste handelt, also eine Art Skelettierung, die hier stattgefunden hat. Und viele gehen davon aus, dass es sich bei diesen Knochenresten möglicherweise um einen Obdachlosen handeln könnte. Das würde zu der Mordserie passen, die in Wien ja Einzug gehalten hat. Seit Juli gab es zwei Tote und auch eine schwer verletzte Person aus dem obdachlosen Milieu. Zunächst einmal am 12. Juli hat das Ganze begonnen. Da hat eine Frau einen obdachlosen Mann, einen gebürtigen Ungarn, er soll Mitte 50 gewesen sein, vorgefunden, tot bei einer Parkbank. Es gab hier zahlreiche Stichverletzungen. Wenig später wurde eine obdachlose Frau mit Stichverletzungen vorgefunden bei der Venediger Au, unmittelbar in Nähe des Riesenrades. Sie hat schwer verletzt überlebt. Und dann gab es noch einen dritten Fall im 8. Wiener Gemeindebezirk im August. Auch hier wurde ein Obdachloser mit Stichverletzungen tot vorgefunden. Die Frage ist natürlich, wer ist für diese Tat und Taten verantwortlich? War es ein Einzeltäter? Waren es mehrere? Welchen Zusammenhang gibt es hier auch? Die Polizei, die tappt nach wie vor im Dunkeln. Zur Causa vom Wochenende weiß man auch noch nicht allzu viel. Hier wird dann die gerichtsmedizinische Auswertung hoffentlich Klarheit darüber geben, um wen es sich tatsächlich auch gehandelt hat. Der Mann, der hier die Knochenreste auch vorgefunden hat, der war natürlich dementsprechend schockiert. Er war gerade auf dem Friedrich Adler Weg auch unterwegs, übrigens benannt nach Friedrich Adler, dem Sohn von Viktor Adler, der die Sozialdemokratie gegründet hat, und Friedrich Adler, der 1916 sehr berühmt geworden, als er Ministerpräsident Stürck erschossen hat. Er war ja Pazifist, Adler, und wurde dann in weiterer Folge nach dem Mord bei Meißel und Schaden auch begnadigt. Zurück aber ins Jahr 2023, die Mordserie im obdachlosen Milieu, die ist schon etwas Einzigartiges. So etwas hat es in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben, und deshalb bittet man auch die Bevölkerung, hier wachsam zu sein. Sollte es zweckdienliche Hinweise geben, dann bitte diese jederzeit an die Polizei auch weitergeben. Die Wiener Polizei ist Samstagnachmittag von einer Person informiert worden, dass im dichten Gebüsch vermutlich Skelettteile aufgefunden wurden. Die Polizisten haben dann vor Ort diese Skelettteile wahrgenommen, haben dann unverzüglich das Landeskriminalamt informiert. Es kam hier dann zu einer großen polizeilichen Kommissionierung, das heißt einer Leichenbeschau. Es kam hier die Tatortgruppe, die sowohl das Skelett selbst als auch den Auffindungsort abgesichert hat, Spuren genommen hat, und hier laufen jetzt umfassende Ermittlungen. Manche Medien berichten, dass die Person, die die Leichenteile gefunden hat, ein Spaziergänger war, andere, dass es eine obdachlose Person war. Weiß man schon, wer es genau war? Nähere Angaben kann ich hierzu noch nicht machen. Es ist natürlich jetzt auch noch Gegenstand von Ermittlungen, mit dieser Person, die hier die Polizei aufgefordert hat, angerufen hat, noch genauere Erhebungen durchzuführen, um dann hier auch konkreter sagen zu können, in welchem Zusammenhang diese Person hier stehen könnte. Sie wird aber nicht als Beschuldigter derzeit geführt. Weiß man schon, wann circa der Mord stattgefunden hat, beziehungsweise wie alt die Knochen und Leichenteile sind? Das ist jetzt noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Kriminalbeamten werden jetzt im Laufe dieser Woche bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung teilnehmen. Wir erwarten uns jetzt im Laufe dieser Woche hier dann Ergebnisse aus dieser Obduktion, um hier genau die Fragen, wie lange liegt das Skelett schon dort, wer war diese Person und auch ob Fremdverschulden vorliegen kann oder nicht, beantwortet zu bekommen. Es gibt Gerüchte, dass es einen Zusammenhang gibt mit den obdachlosen Morden. Weiß man da etwas dazu? Diese Zusammenhänge kann ich hier jetzt noch auf keinen Fall bestätigen. Es laufen hier umfassende Ermittlungen in beiden Strängen, sowohl in der obdachlosen Serie der jüngeren Vergangenheit, als auch jetzt in diesem Fall der Auffindung der Skelettteile. Hier schon einen Zusammenhang herzustellen, ist absolut zu früh. Wenn es einen Zusammenhang geben würde, würde das dann etwas an den Ermittlungen ändern? Dann wäre es natürlich so, dass die zentrale Gruppe des Landeskriminalamts, des Ermittlungsbereichs Leib-Leben, diesen Fall auch in ihre Ermittlungen aufnehmen würde. Derzeit wird der Fall von der Außenstelle Süd des Landeskriminalamts bearbeitet.